Im Zementwerk wird der Kalksteinschotter in einem Schottermischbett gelagert. Hier wird das Gestein schichtweise aufgeschüttet. Durch die gleichmäßige Bewegung der Abbaukratzer werden diese Schichten vermischt. Schwankungen der Rohstoffanteile werden damit ausgeglichen. Dieser Arbeitsschritt heißt Vorhomogenisierung. Das Material gelangt dann zum nächsten Produktionsabschnitt, der Rohmalung. Getrennt nach verschiedenen Komponenten, Schotter mit hohem Kalkanteil, Lös- und Eisenerz, gelangt das Material über Dosiereinrichtungen schließlich im richtigen Verhältnis zur Mahltrocknungsanlage. Das Rohgut wird anschließend in Rohmühlen oder Walzenschüsselmühlen zu Rohmehl gemahlen und gleichzeitig getrocknet. Zum Trocknen wird, sehr energiesparend und umweltschonend, die Abwärme aus der Ofenanlage verwendet. Alle 30 Minuten werden Rohmehlproben entnommen und in das Labor geschickt. Diese werden in der vollautomatischen Qualitätskontrolle analysiert. Bei abweichenden Werten wird die Dosierung der Schotterbestandteile korrigiert. In den Rohmehlsilos wird das Pulver weiter homogenisiert, das heißt gleichmäßig und gründlich vermischt. Für den Brennprozess kann das Rohmehl auf zwei verschiedene Arten vorbereitet werden. Zum einen wird das Rohmehl in den Wärmetauscherturm gefördert, dort in den Vorwärmer eingeleitet und an Zyklone weitergegeben. Heiße Ofenabgase strömen dem Rohmehl entgegen, halten es im Schwebezustand und erhitzen es dabei auf etwa 1000 Grad Celsius. Bei diesem Vorgang wird das CO2 ausgetrieben. Im weiteren Verlauf gelangt das Material dann in den Drehrohrofen. Ein weiteres Verfahren, das seltener zum Einsatz kommt, ist das Lebholverfahren. Charakteristisch hierbei ist der Lebholrost. Um das Material auf dem Rost transportieren zu können, muss das Rohmehl granuliert werden. Bei diesem Vorgang entstehen im Granulierteller durch Zugabe von Wasser kleine Kügelchen, die Granalien. Diese fallen auf den wandernden Lebholrost und werden zum Ofeneingang transportiert. Dabei werden sie durch die heiße, entgegenströmende Abluft auf 800 Grad Celsius erhitzt, bis sie schließlich in den Drehrohrofen gelangen. Der Drehofen ist leicht geneigt. Das Material wird nun durch die Rotation des Ofens und seiner leichten Schräglage langsam zur Flamme hin bewegt und immer stärker erhitzt. Der chemische Prozess der Sinterung setzt ein. Bei 1450 Grad Celsius wird die Sintergrenze erreicht und die chemischen Prozesse sind weitgehend abgeschlossen. Durch geschmolzene Teile ist das Material zunächst weich und nimmt erst später durch die Rotation des Ofens eine kugelige Form an. Der Klinker ist entstanden. Er verlässt den Ofen bei ca. 1450 Grad Celsius. Der kleinstückige, grau-schwarze Klinker wird nun gekühlt. Die dabei entstehende heiße Luft wird energiesparend als Verbrennungsluft dem Ofen wieder zugeführt. Um Zementklinker brennen zu können, werden große Mengen Primärbrennstoffe, wie zum Beispiel Kohle, benötigt. Energiesparen ist daher oberstes Gebot. Durch gezielte Maßnahmen konnte der Brennstoffbedarf in den letzten 40 Jahren um mehr als 50% gesenkt werden. Immer mehr ersetzen Sekundärbrennstoffe die fossilen Energieträger. Als Sekundärbrennstoffe kommen Altreifen, Kunststoffabfälle, aber auch Tiermehl zum Einsatz. Das schont die wertvollen natürlichen Ressourcen ohne Anstieg der Emissionen. Heidelberg Zement betreibt das erste Niedertemperatur-Abwärmekraftwerk in der Zementindustrie. Mit dieser Anlage ist es möglich, bislang ungenutzte Abwärme direkt in Strom umzuwandeln, ins eigene Netz einzuspeisen und somit die Umwelt zu entlasten. Bis zur Weiterverarbeitung wird der Klinker in Großraumsilos gelagert. Modernste, leistungsfähige Filteranlagen gewährleisten eine umfassende Entstaubung des Brennprozesses.
zusammen mit Tausenden von Schlauchfiltersäcken in einer Vielzahl von Schlauchfilteranlagen sorgen sie für eine effiziente Entstaubung bei allen Prozessschritten. Die letzte Produktionsphase beginnt. Der Klinker wird unter Zugabe von in Silos gelagerten mineralischen Zumalstoffen wie Rohgips, granulierter Hochofenschlacke oder Flugasche fein gemahlen. Je nach Feinheitsgrad und nach Art der Zumalstoffe entspricht der Zement einer bestimmten Qualitätsklasse. Der gesamte Produktionsprozess wird von einem zentralen Leitstand aus gesteuert und überwacht. Der Leitstandfahrer analysiert, kontrolliert und steuert mit modernster Technik die Betriebszustände und sorgt für einen reibungslosen Ablauf des gesamten Herstellungsprozesses. Der Zement wird getrennt nach verschiedenen Sorten in Rundsilos gelagert, um auf Absatzschwankungen in Sorte und Menge reagieren zu können. Nur ein kleiner Teil unseres Zements wird in Papiersäcken zu 25 Kilogramm abgepackt. Zum weitaus größten Teil wird der Zement in Silofahrzeugen direkt zu unseren Kunden geliefert.